and gentlemen, welcome. My name is Gina and I'm your Circus Director. So oder ähnlich könnte man dieses Outfit auch ganz gut beschreiben. Sieht ein bisschen aus wie der Zirkusdirektor in dieser großen wilden Arena und es ist auch gar nicht ganz so falsch. Tja, heute heißt es wieder einmal mehr Bad Elster. Heute war hier richtig die Hölle los, um es mal so zu sagen, und da passt dieses Outfit auch wunderbar. Heute war Brunnenfest in Bad Elster, das heißt zwei schwergewichtige Sahneschnitten sind über die Bühne gewalzt, die Wildecker Herzbuben. Ich muss sagen, wenn sie nicht gerade ihre eigenen Lieder singen, sondern fremder Leute Lieder nachtrillern, sind sie gar nicht so übel. Sie sollten nur ihre eigenen Lieder nicht mehr singen. Aber okay, wie ihr sehen könnt, grüne Wand, das bedeutet, gleich geht's noch wieder los. Kleine Fotosession mit diesem fantastischen Outfit von Demian DX. Ich werde euch noch dazu in der Infobox die Adresse von Demian DX bei Facebook reinschreiben. Er macht die tollsten Kostüme, so unter anderem auch dieses, und ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen, nur um mal Fotos zu machen. Und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Er leistet wirklich ganz, ganz tolle Arbeit. Ja, und wofür die Fotos sind, könnt ihr euch auch denken, für den Kalender. Meine Güte, ist euch schon aufgefallen? Juli! Wir haben tatsächlich schon Juli. Das halbe Jahr ist schon wieder rum. Und ich frage mich manchmal, wo ist die Zeit so schnell hin? Der Sommer hat noch gar nicht richtig angefangen. Endlich mal warm, um nicht zu sagen brütend heiß. Tja, da ist das halbe Jahr auch schon wieder vorbei. Wir lassen uns einfach überraschen, wie es weitergeht. Also wie ihr anhand dieses Outfits allein sehen könnt, ich bin wie immer sehr, sehr fleißig und habe sehr, sehr viel um die Ohren. Ansonsten, tja, bin ich wie immer überall und nirgends unterwegs. Das wisst ihr ja auch. Und ich freue mich jetzt schon auf den Urlaub, wenn es auch noch, ach je, über 60 Tage hin sind, so wie ich das weiß. Tja, ich wünsche euch erstmal allen noch einen wunderschönen, heißen Sommeranfang, weil jetzt geht's ja erst so richtig los. Genießt die Zeit, legt euch in die Sonne, hascht ein paar Pigmente, aber bitte nicht die Sonnencreme vergessen. Hautkrebs lässt grüßen und zu braune Haut wird auch schnell alt und das wollen wir ja auch alle nicht. An dieser Stelle wie immer, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.